wirklich um diese Menschen. Die Menschen aus Afghanistan, Syrien und Irak sind mir scheißegal. Mir ist es wichtig, was passiert mit den Einheimischen, mit dieser großartigen Nation von Deutschen, die ein wunderbares Land aufgebaut haben. Schaut an, was diese Migrantengruppen aus euren Städten, aus euren Kiezen, aus euren Bezirken machen. Ihr werdet in einem orientalischen Albtraum aufwachen. In 10 bis 15 und 20 Jahren, wenn die linksgrünen Spinner immer mehr und mehr Menschen aus islamischen Diktaturen in dieses Land pumpen. Ihr werdet euer Land nicht wiedererkennen. Ich liebe Deutschland. Deutschland ist eine großartige Nation. So großartig, dass Millionen von Menschen aus aller Welt hierher kommen wollen. Wäre Deutschland so voll mit Rechtsradikalismus und so voll mit Alltagsrassismus, dann würden die Menschen nicht in die Gefahr gehen, auf dem Wasser zu ertrinken, um hierher zu kommen. Die Tatsache, dass dieses Land unglaublich tolerant ist, dass dieses Land jeden Mensch hier eine Chance einräumt, so zu leben, wie sie leben wollen, muss gewürdigt werden. Aber leider Gottes hat die linksgrüne Regierung oder die Ampelregierung in Gemeinsamkeit mit den Altparteien alle Türen aufgestoßen, Menschen aus zivillosen Gesellschaft nach Deutschland einzuladen. Menschen, die nie gelernt haben, nach den zivilen Spielregeln zu spielen, die nie gelernt haben, wie man sich gegenüber Frauen verhält, die eine allgemeine Verachtung für den Westen haben und eine allgemeine Verachtung gegenüber religiösen Minderheiten. Und das ist das Problem. Wenn ihr diese Leute einladet, dann merkt euch eins. Morgen seid ihr die Opfer solcher Gruppen. Hier stehen junge Mädchen, 9, 10, 11, 12 Jahre alt, die einen erwachsenen Mann, einem Bürger dieses Landes, scheiß Kartoffel ins Gesicht sagen. Und das ist ein Skandal in diesem Land. Wo sind die Deutschen, die sich aufstehen, die Polizei rufen und sagen, das ist umgekehrter Rassismus? Würde ich jetzt sagen, du scheiß Syrer, ja, oder würde ich sagen, du scheiß Kanake? Anmerkung, ich nenne das nur als Beispiel für die Polizei, damit ich nicht eine Strafanzeige bekomme, dann würde nämlich Folgendes passieren. Die Polizei würde mich sofort rausholen und ich würde wegen so einer rassistischen Bemerkung eine Anzeige bekommen. Wo ist hier die Justiz, dass hier junge Mädchen Scheißkartoffel sagen können? Wo sind deine Eltern, die dich nicht erzogen haben? Und deswegen sage ich, meine erste Adresse sind nicht diese kleinen Hosenscheißer hier, sind nicht diese kleinen Männchen hier, sondern die erste Adresse sind die Deutschen. Ihr müsst aufwachen, sonst wacht ihr in einem Albtraum auf. In einen Albtraum aus Buß und aus solchen Typen hier. Deutsche, wacht auf! Wacht auf, bevor diese Republik zusammenbricht. Was noch? Hurensohn? Hier, ja? Hier und habt noch? Ihr wieder so ein...